Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Seed-Vorstellung. Ihr habt gestern die 2500 Likes mal wieder gecrashed. Ihr seid mittlerweile schon bei den ganzen Videos bei 9000, 8000, 7000, 7000 Likes. Das ist echt unnormal. Und da ihr da wirklich so abgeht und ich jetzt auch zurzeit erstmal wieder Schule habe, würde ich sagen, dass ich das Ganze erstmal abbreche. Das war nämlich alles erstmal nur ein Test, ob das Ganze überhaupt funktioniert, ob ihr wirklich so viel Bock an den Seed-Vorstellungen habt. Das hat wirklich funktioniert, dafür möchte ich mich erstmal bedanken. Es gibt natürlich immer so ein paar Leute, die dann mit den Argumenten ankommen, dass ich also derbe Like-Guy sei. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das jetzt erstmal abbreche. Das war halt alles nur so ein kleines Experiment, ob ihr wirklich sehr viel davon haben wollt und was ihr dafür auch geben würdet, dass ihr halt quasi selbst bestimmen dürft, ob ihr jetzt eine neue Seed-Vorstellung wollt oder nicht. Ich kann auch gerade keine Facecam machen, weil auch meine Kamera ist komplett voll mit den ganzen Teveran Survival Games Sachen. Die werden heute noch hochgeladen, beziehungsweise morgen, beziehungsweise übermorgen. Ich habe auf jeden Fall richtig viel aufgenommen. Ich habe auch MCPVP mit Zeronic aufgenommen, alles mit Facecam, alles am Start, kommt alles diese Woche noch online. Könnt ihr euch auf richtig was freuen. Ich habe jetzt allerdings wieder Schule. Ich werde das jetzt einfach in Zukunft so regeln, dass ich so viele Seed-Vorstellungen machen möchte, wie nur eben möglich, weil ich durch diese App jetzt auch viel mehr Freiheiten habe. Also ich finde viel mehr Seeds, die ich für angebracht halte, dass sie quasi so hoch sind, quasi von der Qualität her, dass man die auch in ein Video packen kann. Zwar immer noch so ein paar Seeds, man findet jetzt keine unglaublichen Seeds mehr. Ich habe natürlich schon richtig geile Seeds damals mal vorgestellt, aber ich möchte jetzt auch gar nicht so lange drum quatschen. Also ich kann das Ganze nicht durchhalten, jeden Tag mit einer Seed-Vorstellung, das tut mir sehr leid. Ich habe es probiert, ihr hattet jetzt auch 5 Seed-Vorstellungen direkt hintereinander. Ich werde das in Zukunft wieder so machen, dass ich mir nur so ein bisschen immer so, wenn ich Bock habe, werde ich das dann machen und dann werdet ihr das schon sehen. Also Name könnt ihr einfach, ja, ist ja egal, das ist der Seed 53829122681352782, steht auch unten immer in der Beschreibung. So, wir createn uns die neue Welt. Dum, 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 dum. Also an alle, die es jetzt noch nicht irgendwie verstanden haben, morgen kommt keine Seed-Vorstellung, vielleicht irgendwie übermorgen oder in 3 Tagen oder in 4 Tagen oder in einer Woche, wenn ich halt wieder Bock drauf habe, beziehungsweise wenn ich wieder Zeit dran habe, dann werde ich so viele machen, wie es nur eben geht. So, wir befinden uns hier in einem Schneebiom, das sieht alles nicht so geil aus. Das einzig Spektakuläre hier ist, dass da hinten, da sind ganz viele Höhlen unter dem Eis. Allerdings, wenn wir hier runtergehen, sehen wir hier schon eine Höhle und ich hole mir ganz kurz eine Fackel. Wir haben einen Doppelspawner. Seit der 1.5.1 ist es der Fall, dass es keinen Doppelspawner mehr gibt, sondern dass es nur diesen Spawner hier gibt. Und wenn da ein zweiter drin ist, dann ist das einfach ein Cobblestone, also der ist dann quasi weg. Allerdings haben wir in diesen ganzen Kisten so viele geile Sachen drin. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir haben nämlich hier einen goldenen Apfel und die Chance, einen goldenen Apfel zu finden, ist, glaube ich, 0,1% oder irgendwie sowas. Das ist richtig, richtig krass. Wir haben hier auf jeden Fall Sachen drin wie, nicht, dass ich die Fackel wieder aufnehme. Infinity 1, also ich mach mal kurz auf Deutsch, dann könnt ihr das auch besser verstehen, so Deutsch. Wir haben hier zum Beispiel Dornen 1, Unendlichkeit 1, Explosionsschutz 1 und Unendlichkeit nochmal 1. Also das ist richtig geil, schon mal von der Verzauberung her. Dann haben wir so ganz normale Sachen wie Schwarzpulver, Kakaobohnen, ein Brot, 15 Fäden, 2 Redstone, Sattel, eine Music Disc haben wir hier drin, 3 Eimer, 5 Weizen und dann natürlich auch noch 10 Eisenbarren, auch mal ganz gut für den Start und einen goldenen Apfel. Und das ist richtig geil, weil so einen goldenen Apfel zu finden, das ist schon sehr, sehr schwierig, beziehungsweise sehr, sehr schwierig, den auch zu craften. Ich glaube, man muss Goldblöcke um einen Apfel rumtun oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz komplizierte Sache, beziehungsweise ein langer Prozess, sowas hinzukriegen. Und wie schon gesagt, wir haben dann halt hier unter den Eisplatten, lass mich hier rein, auch immer mal so ab und an hier so ein paar Höhlen einfach, da könnt ihr euch auch so ein bisschen durchwurscheln, also wirklich alles unter dem Eis sieht schon sehr geil aus. So, also hier haben wir wirklich eine Menge Höhlen einfach unterm Eis, das sieht schon krass geil aus, einfach nur ein Schneebiom, ist jetzt nicht so das allergeilste Biom, finde ich allerdings ganz cool, dass ihr da direkt wirklich neben einem doppelten Spawner seid. Ich könnte dann zwar nur eine Mobfalle machen, aber auf jeden Fall eine richtig geile, direkt am Spawn, das ist richtig geil. Einfach direkt am Spawn hinbauen und man muss nicht lang laufen, man hat sofort so einen Spawner, das ist schon eine coole Sache. Naja, ich würde einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Die nächste Seed-Vorstellung kommt in den nächsten Tagen, beziehungsweise Wochen. Irgendwann, wenn ich Bock habe, ich glaube so in 3, 4 Tagen oder so, kommt mal wieder einer, aber ich möchte nichts versprechen. Es kommen auf jeden Fall noch eine Menge andere Videos und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, dann auch wieder mit Facecam höchstwahrscheinlich. Ciao.